Gut, 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 gut. Da kommt auch nicht. So. Und hier hoffentlich auch nicht. Und da haben wir das Level geschafft. Jetzt gibt es nur mehr das Castle. Und darauf freue ich mich persönlich schon extremst. Ich bin wirklich richtig gespannt, welche scheiß Anfänge sich die Entwickler noch einfallen lassen. Um den Spieler seelisch fertig zu machen. Immer dasselbe. Einfallsreich, muss ich sagen. Gut. Ist auch toll, wie man... Das finde ich eine gute Idee, dass man sich merken muss, wo die Lavablasen rauskommen. Und dass man da nicht überall hinspringen kann sofort. Ja, sowas finde ich kacke, dass ich auf einem Block rumstehe und trotzdem von der Lava erwischt werde. So. Hier gibt es ein Herz. Das brauche ich auf jeden Fall. Upsi. Man sollte jetzt da eigentlich mein Gesicht sehen. Ich sollte jetzt mit Facecam aufnehmen. Aber... Nee. Mein Gesicht ist so dermaßen angespannt gerade. Das glaubt man kaum. So, wo kommt das da drüben? Auch in der Mitte? Okay. Scheiße. Gut, den muss ich erwischen. Lavablase abwarten. Komm schon. Blase. Ach, kommt gar nicht. Okay, dann ist ja mal gut. So, hier. Nichts, okay. Nein, 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 nein. Bitte, Scheißdreck. Scheiß doch die Wand an. Nein, nein, Mist. Mann. Das habe ich mir trotzdem gesnackt. Und nochmal hier rüber und nochmal darauf. So, darüber geht's ohne Probleme. Mit einem Gegentreffer, aber das ist nicht so schlimm. Okay, noch ein Gegentreffer, jetzt wird's schlimm. Nein! Mist! Okay, was sagte ich da mit nicht schwerer? Okay, eigentlich ist es ja nicht ein bisschen anspruchsvoller. Vielleicht, ja, nur wenn ich so dumm springe und das Ganze so schlecht time, dann ist klar, dass ich getroffen werde. Dann darf ich mich auch nicht wundern, wo jetzt dann auf einmal meine Herzen hin sind. Wenn ich dann keine mehr hab. Ach, komm. Auf den Schock trinke ich mal was. Trinken hier holen. So. Restart. Restarten wir das Level. Jetzt ein bisschen vorsichtiger. Ich meine, wir haben alle Zeit der Welt. Nicht ganz, aber egal. Machen wir uns das einfach mal vor, dass wir alle Zeit der Welt haben. Wenn ich hier zurückgehe, da schieße... Ach Mist. Ja, das geht nicht. Leider. Mist. Mist, Mist, Mist. Kacke. Kacke, yes, 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 yes. Mann. Ich mag das Spiel nicht mehr. Warum habe ich gesagt, dass ich das Let's Play? Ach, wahrscheinlich, weil ich das noch nie angespielt habe. Ach ja, das ist ein Blind Let's Play.
ab der zweiten Welt. Hatte ich ja auch noch nicht. So, da hier. Da, scheiße. Mist, ich hatte glaube ich noch ein Leben. Ach Mensch. Nehme ich das iPad mal ein bisschen näher zu mir, damit ich da auch ein bisschen besser sehe, was hier eigentlich so abgeht. Und ich glaube, damit werden meine Fähigkeiten noch so ein bisschen angekurbelt und durch den zusätzlichen physischen Druck, der von euch ausgeht. Ja, ihr macht mir Druck. Natürlich. Immer doch. Schnell, Mist! Nein! So, noch 3 Versuche, dann cheate ich wieder. Dann habe ich wieder noch ein Leben und noch ein Leben. So lange, bis ich dieses Castle schaffe. Gut, 3 Leben noch. Das schaut 2 Leben noch. Ist schon mal kacke. Nein, ein Leben noch. Ist noch kackerer. Nein. Nein. Ihr erwischt mich nicht. Nicht heute. So. Jetzt warte ich einfach mal und jetzt nach oben und hier vorne. Da. Oh, so. Gut. Und hier kommt nichts? Gut. Hier kommt wieder was. Das Leben hätte ich gebraucht. Bitte ist hier noch irgendwo ein Leben versteckt. Ansonsten schaffe ich das nicht mehr. Außer... Ja! Welt 10 ist abgeschlossen. Danke fürs Anschauen. Ich hoffe, es gefällt euch bis jetzt. Und das sage ich irgendwie bei jeder Folge. Ach egal, dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Und danke besonders an dich, dass du dieses Video fertig geschaut hast und mich damit extrem unterstützt. Kannst auch gerne eine Bewertung da lassen, ob positiv oder negativ. Ist egal, dann weiß ich wenigstens, was euch gefällt, was dir gefällt. Und ja, danke und bis zum nächsten Part. Ciao. So, da sind wir wieder bei Labs World HD in der 11. Welt. Da verdaddle ich mich gleich mal beim Sprechen. Meine Nase ist gerade irgendwie zu. So ein bisschen, aber das soll uns nicht weiter stören. So. Ja, okay. Für das habe ich es gerne gemacht, für die paar extra Münzen. Ich sagte, ich habe es gerne gemacht. Habe ich natürlich nicht. Was denkt ihr? Denken die sich, dass man da wieder hochkommt? Ich meine, wenn ich das nicht schaffe, dann schafft es niemand, so wie Overpro ich bin. Hat man ja gesehen in den letzten paar Welten. Und überhaupt immer. Ach, man soll da zuerst so, dann hier, dann da, dann dort. Und dann kann man da durch und dann kann man wieder zurück. Ja, okay. Wenn man... Ach, scheiße. Egal. Ich wollte es einfach mal probieren. Obwohl es nicht geklappt hat, war es ein Versuch wert, sage ich jetzt mal. Das war kein Versuch wert, weil ich einfach nur dumm bin. Aber gleich haben wir eh wieder 5 Leben wegen Game Over. Und so. Ja, also wie gesagt. Jetzt haben wir wieder 5 Leben. Ist ganz toll. Ich meine, was wünscht man sich mehr? Mehr. Ha. Hab's gewusst. Ey, in your face, ey.
Irgendwie schade, dass wenn man auf Gegner raufspringt, man dann nicht nochmal springen kann. Also nochmal so dick, fett springen kann halt. Wisst ihr Bescheid? Ich hoffe doch. So, hier... Ach, hier ist gar nichts versteckt. Genau, deswegen habe ich jetzt mein Leben geopfert. Nur um zu wissen, dass hier nichts ist. Ach, Mist. So, ich hoffe... Genau, wieder so ein Blödsinn, wo ich mich nicht bewegen kann. Und dann Leben verliere. Aus unerfindlichen Gründen. Ich meine, ist doch ganz normal, dass wenn man gerade spawnt, man wieder abgeschossen wird, zum Beispiel bei Shooter. So. Hier kann man rein. Und da ist ein Kleeblatt. Kleeblatt. Woo! Kleeblatt for the win. Kleeblatt for the win. Also, frei übersetzt, Kleeblatt, bevor man gewinnt. Kleeblatt vor Film. Ja. Bienenstich for the loose. Erstes Level der Welt 11 abgeschlossen, erfolgreich absolviert. Naja, erfolgreich. Könnt ihr sagen, wie ihr wollt. Ich hab's wenigstens erfolgreich gefunden, da wir irgendwann ins Ziel reingekommen sind. Tolles Deutsch, ich hab. Fast so gut Deutsch wie Yoda ich können. Wie soll ich das machen? Hä? Kann man das mal was sagen? Hä? Wie soll das bitte gehen? Ja, aber jetzt cheat ich wieder. Ist mir egal. Kann ich hier oben drüber? Nein. Jo, you lost the life. Okay, jetzt geht's noch. Ab jetzt cheat ich dann wieder. Hey, das war jetzt immer extrem knapp mit den Coins. Jo, bis gleich. So. Wieder ein Leben auf magische Weise. Und irgendwie, wie soll ich das schaffen? Ich verstehe es nicht. Ich meine, es ist logisch, dass man da runter muss. Dann muss man hierher. Nur wie? Vielleicht dann springen, wenn man ganz unten ist? Das war jetzt ein bisschen... Nein! Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder mit 5 Leben. Nach einem... Game over. Sehen wir uns hier wieder. Ich habe noch immer keine Ahnung. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgedacht. Aber wie soll das gehen? Ich könnte nur warten, bis das richtig getimed ist. Ob das vielleicht daran liegen könnte. Ich springe da immer auf die Ecke da. Ich verstehe es nicht. Wie kann man das machen? Jetzt aber mal ehrlich, das ist doch nur so ein bisschen so verhext. Und wenn ich hier oben... Hier kann ich auch nicht drüber. Nee, natürlich nicht. Puh. Wie soll das gehen? Ich habe jetzt ehrlich keine Ahnung. Wenn ich hier stecken bleibe, ist es ja auch ein bisschen blöd. Es ist logisch, dass man hier drüber muss. Jetzt war es, glaube ich, richtig getimt. Jetzt ist es. Wenn ich da springe, dann... Hä? Ich könnte einen kleinen Sprung machen. Ich versuch's mal. So einen Sprung. Vielleicht geht das ja.
Wenn nicht, ist es auch blöd. Ja, mit einem kleinen Sprung stoße ich auch an. Was, wie, wer, wo, wann, warum, wieso, weshalb? Wie kann das sein? Wie kann das nur? Badam, bam, bam.